Hallo und herzlich willkommen zu Blackmyth Wukong.归元主，哥哥自然死心，火焰山的劫数也便解了。好个泼猢狲，咱们作死都死不干净啊！可惜。 父亲糊涂了吗？小女把天命人带来救你了。是糊涂了，可眼没糊涂，你不是我女儿。父亲此话从何说起？频频吃尽千辛万苦，寻了人灭了火。 不就是为了回到父亲这里？早知把眼也戳瞎，免得见你作怪。<笑>莫急啊，老畜生！ 穿的，他不像你，面上惊慌，心里一点儿不惧。啊！原来如此。 少不得要再把那小贱人抓回来，好好耍子一番。不过，眼下先把你们两个好兄弟烧成灰葬在一起，闲情雅致，时候多的是。No, it's okay. Nope. Freches Kind. Au, hast mich schon erwischt. Gucken, was die Gänge mit dir machen kann. Hahaha!
Axt.孙子，走到哪里，哪里就家破人亡。小儿虽已失落败，但精气未散，只怕不过半晌。 还能站起来。这东西我得来后一直封在胃囊，无人知晓。 天命都是苦命，切莫信了这些方便。此番能否再修正果，全凭之前因缘造化。 我说怎么扇了没扇一滴雨？原来一直是你这憨儿在捉弄我。牛哥，老朱来吃一步，对不住。臭小子，叔叔今日就带你父母执行家法，看守住这口。 中了。
Junge.你这厮，肾不通便，只想着报仇，家都不要了，把师兄的东西吐出来！ 奴家来迟，大王受苦了，他们没一个肯来。夫人罢了。两位上仙，万望垂慈，饶我儿一命。这孩子是西方夜叉部仅剩的一缕血脉。 身世之悲惨离奇，世间罕有。他现在已无还手之力，若能放他一条生路，我罗刹女与大力王情愿潜心隐姓，做官修行，连同一对儿女，永驻火焰山。 夫妻两人甘心代他受罚，如果上仙不弃，这把宝扇也一并送上。有金出有火，火出无金。 熊皮，你戴罪立功，赐饮一对。刁鼠，你替天行道，耳朵拿去。黄眉，你重振旗鼓，鼻子收好。白眼，你忍辱负重，舌头留下。牛魔。 你大义灭亲最是不义，他的身子留给你了。
真是晦气到家了，这一辈子就没选对过一次。什么时候走？牛哥，你省些力气，咱们还要杀上天去擒那玉帝老儿。此子看着像是天兵头领，牛哥，你帮我殿后，我去会他一回。我知你不情愿，可我又何尝不是勉强？那孩子是他们逼我吃了子母河的水，借腹而生。若无那只猴子，我们本可当这一切从未发生。你我从此两地分居，各自清静。老匹夫，你早知我身世，为何还愿做他们的狗？孩儿本不想与你恩断义绝，你若还念一丝骨肉情分，就该把那东西交付于我，放我回去给童父报仇。大王，这把扇子送予那狐孙，叫他退兵去吧。玉帝，我叫你了，女儿，我送人了。今日你婆娘那柄扇子，我也要定了。任师父修正过，只有这条路是留给我们走的，长兄还不明白吗？猴哥，那老牛的小娘子也被我一耙处死了。拨开一看，原来是个玉面狸精。好花的东西，旁
不得。夜叉毕竟是八部战力之首，纵然铁打的筋骨死个百十回也合情理，可那小鱼儿小车子为何也打得这般狼狈？风风火火，云里雾里，你所见即是你所愿，若不是心神不安，怎会被自作聪明的孩儿所骗？急之亦不暇，缓之或自明。下次没了悟能，你还能悟空吗？Goldenes Kind, scharlachrotes Blut。Haben wir beim letzten Mal rausgekriegt. Komm mal. 为降服牛王，连玉帝都降下旨意。哪吒与他老爹，一个脚踩火轮，手拿斩妖剑缚妖锁；一个拖着宝塔，神鞋照妖镜。再汇聚一干神仙，好一番恶战，这才让那牛王勉强认输。Ja, so hieß der Oberste, der Jade-Kaiser. 那牛王倒地之时，回眸一瞬，似已看到了他最害怕的噩梦：红孩儿脚踏战车，领六剑将来取他性命。他愿这一天永不到来，却又盼着这一天快点到来。这是积雷山魔云洞玉面公主，她有百万家私，又慕牛王神通广大，情愿倒陪招赘为夫。他两个过了阵快活日子，直到取经一行人到来，玉面公主被八戒打杀，传说两人还生有一女，不知下落。取经前，孙悟空是个遍访英豪广交鲜友的快活人，他有六个弟兄，牛魔王便是其一。他俩一个称齐天，一个称平天，可谓是性情相投。至于说分道扬镳、大打出手，都是后话。孙悟空大闹天宫时，登到了太上老君的炼丹炉，几块内有余火的砖落到此处，化为了火焰山。老君怪那守炉的道童失手，将他降下人间，做了火焰山土地。Der Ofenjunge。Tja, dann auf ins Finale, wa? Ja, und der Jaschka-König, ne? Der war jetzt auch wieder einfacher als erwartet.
侄儿，我们这是还乡，不是投胎。那老猴子好不好，都在花果山顶上等着呢，不用忙慌。咱们按他吩咐把五根收归来，只待他拿出第六根，齐了。猫脚头的亡人，哎，你瞧你瞧，我就知那老东西定是藏了什么话没讲，不然那群天上的老爷们怎的又来这山庄做号了？不消说，定是因为你了。哎，真个是难，真个是难呐。老头子被残，最先的是带着铁面的狗了。Was hat der vor? Alter!Er hüpft immer weg, Junge! So nicht, ne? So nicht. So, jetzt machen wir erstmal einen Fächer rein. Dann verringert die Ausdauerkosten für alle aufgeladenen schwere Angriffe stark. Okay. Dann haben wir jetzt hier alles, außer hier Mitte. Da fehlt noch.Eine Selbstbestimmung, hier ist fertig, ne? Jo. Fellmagie ist auffällig. Ja, dann haben wir gesagt, hier Antizauber, ne? Nehmen wir dann da. Mhm. Ist Latte. Können wir eh nichts mit anfangen.So, und dann der nächste Brocken, ne? Hm. Laden. Der nächste Brocken. Ja, die brauche ich nicht mehr. Genau. Genau. Das haben wir noch vergessen. Wir brauchen gleich hier Medikament gegen Böses.Das mal raus und dann hier den beschleunigenden. Komm, nehmen wir den beschleunigen.
Hauptsache, wir kriegen Ausdauer. Einmal rasten.是条绝路。 Ganz schöne Nerven, so bist du, Alter. Ist nicht wahr.这云乌里躲藏了多年，感应到你的武根，既去救助人，恰巧救你一命。他既认得你，倒不如先使唤使唤他。我虽能化风，可驮不动你的肉骨凡胎。 天兵天将来了这许多，山里定有大事发生，我们且去瞧瞧。 Die Salto-Wolke. Mit einem Salto legt sie 100.000 Meilen zurück.
Das ist ein ziemlich starker Verweis, ne, auf Son Goku. Und zweimal Goldfaden. Gut. So, Körper beschleunigen, ja, Puder. Trotzdem Ausdauer. Oh, verdammt. Verdammt. Komm, dann nehmen wir den Körperbeschleuniger. Brauche ich jetzt hier was? Wo ist das hier? Schockdämpfen, Gift, Frost, Standhaftigkeit, Brand, körperkühlender Puder. Tja, diesmal hat's funktioniert. Hat er dem jetzt ja einfach die Dinger angezogen? Tatsache. Als wenn das so sein soll, ne? Ich meine, ich find's an für sich, find ich's voll in Ordnung, weil ich hab echt Schiss, mit Wukong in der Rüstung zu kämpfen, ne? Erlangen? Okay, den kriegen wir vielleicht hin, ne? Aber in der Rüstung gegen Wukong? Ich sehe das nicht. Ne? So. Jetzt gibt noch mal eine kleine Serviceleistung für die, die... das vielleicht noch nicht gesehen haben. So. Das ist der erste Schrein. Da haben wir gerade gegen den Dings gekämpft. So. Und dann müsst ihr, wenn ihr die Salto-Wolke habt, hier hoch und da ist so ein dicker, fetter Baum. So. Und hier ist eine Kiste. Ich habe jetzt nichts mehr drin in der Kiste.
Allerdings, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, dann habt ihr die Originalrüstung von Wukong mit dabei. Und da ist der goldene Fängschweifkrone. Die Sochi Goldrüstung. Baumwollende kann ich mir nicht vorstellen. Weiß nicht, sind die da? Ne, sag mal. Was ist denn hier der Set-Bonus? Erhöht für kurze Zeit nach dem Wirken eines Zaubers die kritische Trefferchance moderat, verringert bei einem kritischen Treffer die Abklingzeit für alle Zauber leicht. Haha. Ja, sieh, jedes neue erweckte Talent. So, wo haben wir das? Da, dann sind die das. So, und die leisen Lotustreter. So. Ja, die könnten wir eigentlich tragen, weil, schaut mal, ich habe jetzt einen Rüstungswert von 846. Und das liegt eben daran, jedes neu erweckte Talent. Und ich habe jetzt 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 in der Spitze. Also, ja, wir sind jetzt am Ende von New Game Plus 2. Und haben das Ding dann fast auf Maximum. So, und da hat die jetzt tatsächlich mehr Rüstwert als die Dings. Ne? 800 Schlag mich tot im Vergleich zu 738. Ja, dann machen wir das einfach mal so. Ne, das Ding ist auch bei dem Teil, die ist am Anfang, also wenn ihr New Game Plus 1, ne, ist die scheiße. Ist die echt scheiße. Ne, aber jetzt 846. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Und ich habe wieder den Ausweicher, ne? Na gut. Jut. Der Nashorn. Das Nashorn. So, auf jeden Fall, das Rüstungsset ist da hinten in dieser Kiste versteckt. Braucht ihr natürlich, wenn ihr Platin haben wollt. Ja, weil ihr braucht alle Rüstungssets. Und ich weiß nicht, welcher Fuchs. Ja, aber da muss wohl jemand ja alles ganz genau abgesucht haben. Ja, um das da zu finden. Ja. Aber macht doch Spaß mit der Wolke. Naja, wie auch immer. Wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.